Salut, hier ist wieder Marcel von Garnicus.com. Willkommen wieder zurück zu den News. Letzte Woche gab es ja keine, weil wir am World Fitness Day waren. Danke nochmal an jeden, der da bei uns vorbeigekommen ist. War ein mega cooles Event. So, nun aber wieder die News. Und weil es letzte Woche ja keine gab, werden diese News ein bisschen länger. Also alle, die jetzt so unten sehen, oh, hier, so ein langes Video. Ja, Freunde der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, am besten ihr guckt euch jetzt irgendwie irgendwas anderes an und nervt hier nicht, ja. Allen anderen wünsche ich natürlich viel Spaß, wie immer. Der Classic Body knackt die 100.000 Abo-Grenze. Vielleicht für alle, die nicht so im YouTube-Game sind, warum ist die 100.000er-Grenze so eine besondere? Weil man bekommt dann von YouTube so eine erste Auszeichnung und ich glaube, die zweite gibt es erst bei 1 Million. Aber da wir beides nicht haben, kann ich hier aus Erfahrung nicht mitsprechen. Denn Tobias Rothe, a.k.a. der Classic Body, hat zusammen mit Konrad Wolf das geschafft, was wir in 3,5 Monaten haben die das geschafft, was wir in 3 Jahren nicht hinbekommen haben. Nämlich die 100.000er-Abo-Grenze zu knacken. Glückwunsch auf jeden Fall an den Tobi und an Konrad. Tobi, ich kenne ihn noch von den alten McFit-Wedding-Zeiten. Freut mich natürlich immer, wenn es einer von den Jungs nach oben schafft. Wir hatten die Newsmeldung am 17. Juli und nun haben wir den 30. Damals waren es 100.000 Abonnenten, jetzt sind schon, sage und schreibe, 110. Also Tobi macht nicht nur die Gains am Body, sondern auch YouTube-mäßig. Freut mich und Salut, weiterhin viel Erfolg. Ja, Daniel Gildner gilt ja bei uns vom Garnicus ein bisschen als kamerascheu. Was es aber sein Privatleben angeht, da zeigt er gerne mal interessante Insta-Stories gemeinsam mit seiner Freundin. Jetzt war er aber vor der Kamera zu sehen und zwar in einer RTL-Show. Ich kenne die nicht, aber alleine der Name klingt so beschissen, dass ich die beschissene Scheiße nie in meinem Leben sehen will. Nichts gegen Daniel Gildner, aber keep it in the family. Und was sie da machen, die trommeln auf Daniel Gildner rum und müssen irgendwie einen Rhythmus nachklatschen auf Daniels Körper. Und Daniel gilt praktisch als menschliches Instrument. Ja, das klingt schon arg nach Trash-TV, aber laut Daniel Gildner war das einer seiner bestbezahlten Auftritte. Daher, das ist doch schön, der Hustle muss laufen. Ja, aber das klingt schon so ultra nach Trash-TV. Nichtsdestotrotz, kein Daniel Gildner, das ist jetzt halt nicht so der coole Auftritt, aber okay, schaut es euch einfach mal an. Roswitha Rühl, die stabile Roswitha Rühl, hat wieder einen rausgehasselt und zwar Patrick Reiser versus Markus Rühl. Der erste Teil gab ja schon mal einen, der musste leider offline genommen werden, denn Roswitha Rühl wurde von einem, ich nenne es mal HS, abgemahnt. Was war das Problem? Roswitha Rühl hat Sequenzen genommen von einem Markus Rühl Seminar und nicht Markus Rühl hat Roswitha Rühl abgemahnt, sondern der Veranstalter von diesem Seminar, der da wohl pissig war, hier, die nehmen die Sequenzen und das geht viel mehr durch die Decke als unser Seminar. Ah, so ist es. Wenn du erfolgreich bist, hast du ja Hater. Roswitha, ich weiß, wovon ich spreche. Daher, nehmt sportlich neues Roswitha Rühl-Ding, ist draußen, ist wieder cool. Muss man sich reinziehen. Ich sehe auch, die haben sehr gute, stabile Klicks. Freut mich, weil da ist richtig viel Arbeit dahinter. Beim World Fitness Day kam jemand zum Herrn, hat mich gefragt, welchen Roswitha Rühl-Teil ich am geilsten finde. Ich muss generell sagen, die Qualität ist da schon sehr hoch. Daher fällt es mir schwer zu sagen. Also, auf jeden Fall Roswitha Rühl auschecken. In den letzten Wochen ging durch die Mainstream-Medien ein Foto, was wir jetzt hier einblenden, von einem Tour de France-Athlet, nämlich den Pavel Poljanski. Der Pavel Poljanski hat am Abend ein Foto gepostet von seinen Beinen, was ist zu sehen, sehr, also aus Bodybuilding-Sicht nicht so dicke Beine, eher dünne Beine mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil und wo man die Adern sehr gut sieht. So, für uns Bodybuilder ist das jetzt nicht so krasses, kein Disrespect, aber er hat halt niedrigen Körperfettanteil und einen guten Pump, deswegen sieht man die Adern. Also Vaskularität ist sehr hoch, das kennt wahrscheinlich jeder Wettkampf-Bodybuilder und sehen wir in der Flex permanent. Für Normalos ist es aber sehr krass und die haben sich dann gefragt, oh, ist es überhaupt gesund, kann das sein? Naja, den Pavel kann es freuen, denn
Er hat einen Instagram-Account mit 40.000 Abonnenten und dieses Bild hat alleine jetzt über 44.000 Likes und unzählige Kommentare. Also ich nehme an, das hat ihm so einen sehr, sehr schönen Boost gegeben und man sieht wieder, wie scheiße einfach Mainstream-Medien sind, die dann auch so was Negatives da rein interpretieren. Nein, egal, ob Doping oder nicht, einfach niedriger Körperfettanteil, dann sieht man natürlich die Adern gut und wenn die gut durchblutet sind, dann sieht man die noch besser. Ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes oder Schlechtes. Der Hustle bei Mischa Janjic muss ziemlich gut laufen. Warum? Er hat so ein paar Zahlen verraten von seinem neuen Fitnessprogramm. Das nennt sich Scientetics. Ja? Aktuell ist ja Science ganz hoch im Kurs. Das Wort zu verwenden, alles studienbasiert und so weiter. Meistens die so mit dem Studium sich werfen, sieht man ihn gar nicht so an, dass sie so ein krasses Know-how haben. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Mischa ist ja bekannt unter anderem für das Lean Bulk System. Das kam vor 3-4 Jahren raus, hat ihn wahrscheinlich zu einem sehr wohlhabenden Menschen gemacht. Das Ding hat nämlich damals 250 Euro gekostet und er hat mal Zahlen verraten. Ich glaube, das waren so 6.000, 7.000, die das gekauft haben. War natürlich eine andere Zeit. Heutzutage gibt es sehr viele Fitnessprogramme, sehr viele Mainstream-Fitnessprogramme auch, die dann auch günstiger sind. Und so ist das jetzt auch bei Mischas neuem Programm. Das kostet durch den Early Bird Rabatt aktuell nur 89 Euro. Das haben aber jetzt schon damals, als sein Video kam, vor einer Woche, 750 Käufer gefunden. Also 750 Menschen haben das schon gekauft. Das sorgt dir kurz mal für einen Umsatz von 66.750 Euro. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Das Ganze ist sehr hochwertig. Daher hat er da wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen Gewinn gemacht, aber keine 50.000. Auf jeden Fall beachtlicher Erfolg. Ich bin jetzt generell kein Fan von Programmen, muss aber sagen, ich hoffe jetzt bei den 750 Leuten waren nicht viele dabei, die das Lean Bulk System schon gekauft haben, weil wer dort die Basics gelernt hat, der braucht jetzt nicht nochmal 3 Programme. Also ich will jetzt hier kein Geschäft kaputt machen, aber ihr braucht nicht 3 Programme, wenn ihr ein gutes habt. Und der Mischa ist definitiv einer, der hat Know-how, ob jetzt netti oder nicht, darüber könnt ihr in den Kommentaren diskutieren. Er weiß, was er tut. Ja, ziemlich erfolgreich also. Ach ja, was noch da hier, was ich ganz vergessen habe bei dieser News-Meldung jetzt. Wer eine krasse Transformation macht durch das Programm, kann 150 Euro gewinnen. Am Ende sucht der 3 Leute aus, der Mischa, die für ihn so den besten Job gemacht haben. Und diese 3 Jungs oder auch Mädels kriegen dann 150 Euro. Schwarz auf die Hand. Schwarz verdientes Geld. Nein, keine Ahnung. Will da jetzt nichts unterstellen, aber die Schweiz ist ja kulant, was das angeht. Ja. Ich weiß, viele ticken jetzt aus, sind genervt. Matthias Clemens und Anke Bob. Beide haben sich ja richtig in die Haare bekommen, aber so richtig, richtig. Und beide Seiten haben Werke abgeliefert, die den Zuschauer praktisch auf seine Seite ziehen mögen. Einmal Uncle Bob, er hat einen epischen Film gedreht, fast 4 Stunden, wo er praktisch Matthias Clemens und Zack Plus auseinandernimmt. Viele Screenshots, viele Voicemails, auch eine zum Beispiel über mich, wo man dann auch sagen muss, ey Leute, das Thema mitgekauft, sollte dann glaube ich gegessen sein. Matthias Clemens hat wiederum so reagiert, er hat einmal bevor das Bob-Video war einen 2-stündigen Livestream gemacht und dann nochmal, als er das Bob-Video gesehen hatte, einen 2-stündigen Livestream, wo er einfach nochmal, wie man ihn kennt, spontan und sehr emotional an das Ganze rangeht, seine Argumente vorbringt. So, da das jetzt natürlich Birnen mit Äpfel verglichen ist, hat Matthias Clemens gesagt, ey, ich möchte hier, dass jeder da draußen die Wahrheit erfährt, lass uns zusammen an einen Tisch setzen, praktisch eine Talkrunde machen und ich sollte das Ganze moderieren. Wie ihr wisst, ich bin mit beiden gut, ja. Fotos mit Matthias Clemens, Foto mit Uncle Bob, ja, World Fitness Day. Und World Fitness Day ist ein sehr gutes Stichwort, denn ich habe am World Fitness Day mich mit dem Bob getroffen. Wir haben gequatscht und haben gefragt, ey, wie sieht das eigentlich aus mit dem ganzen Streit? Bob hat gesagt, diese Talkrunde möchte er nicht machen, was ich persönlich schade finde, weil ich glaube, das wäre mal so unabhängig von den Personen. Es wäre schön, wenn sich zwei Menschen
öffentlich streiten, dann auch öffentlich an einen Tisch setzen und das Ganze ausdiskutieren, sodass jeder auch für sich selber entscheiden kann, okay, der hat recht oder hat nicht recht. Wobei, auch muss jeder das für sich selber entscheiden, können die sich nicht einfach streiten, aber cool, es gibt viele, die das interessiert. Bob hat auf jeden Fall gesagt, ey Marcel, für mich ist das jetzt so gegessen, das Thema. Ich denke, wir beide sind jetzt keine Verlierer und er möchte diesen Streit jetzt auch nicht länger am Leben erhalten. So, ich denke, man kann sagen, ja, beide Seiten hatten so ein bisschen was davon. Bei Bob läuft es jetzt wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen geiler. Er hat wieder so die Supporter wiederbelebt. Und auch bei Matthias Clemens, er hat ja seinen Schwarzwälder Torten Way für 99 diese Woche verkauft. Also ein richtig krasser Preis. Die Sekte wurde gegründet. Ja, ich denke, da die beiden Parteien eben nicht an einen Tisch kommen, versucht so das Positive zu sehen, und das Positive war jetzt einfach Entertainment von beiden Seiten her. Eine Nachricht, die mich persönlich auch echt so geschockt hat, war: C.T. Fletcher benötigt eine Herztransplantation. C.T. Fletcher, ultra geiler Typ, der ist mittlerweile schon 58 Jahre, denkt man gar nicht, sieht super aus, hat einen super Körper, super Kraftwerte, und er ist ein mega Motivator. Einer, der wirklich auch von unten kommt und sich nach oben gefightet hat. Ein richtig, richtig geiler Typ. Und was viele nicht wissen, er hatte schon 2005 eine Herzoperation, wo dreimal sein Herz stehen geblieben ist. Die Ärzte konnten ihn aber wiederbeleben. Nun ist es aber so, ihm ging es die letzten Wochen schlecht und die Ärzte haben ihm geraten, sich auf die Liste für Organtransplantationen setzen zu lassen, damit er eben noch ein langes und erfülltes Leben hat. C.T. Fletcher sagt selbst so, er hat keine Angst vor dem Tod, er hatte so ein schönes Leben, guckt aber auch optimistisch nach vorne, auch wenn er es nicht sieht. Ich wünsche ihm wirklich so das Beste. Er ist für mich persönlich so mit einer der besten Typen im Game. Sehr schroffe Worte gab es diese Woche von Matthias Botthoff. Der ist ja so ein bisschen als sanfter Riese bekannt. Jemand, den man aber nicht unterschätzen sollte. Ich glaube, er ist Kickbox- oder Karate-Meister. Sehr groß, sehr schwer, sehr breit, also ein richtig guter Athlet. Und er war jetzt wohl mit Hate konfrontiert, weil er hat den Sponsor gewechselt. Er war bei Wider und ist jetzt bei Allstars. So, und diese Woche kam dann ein Video, pisst mich nicht an, mein Sponsorenwechsel. Er hat da wohl viel Hate bekommen. Was jetzt, glaube ich, aber nicht so sehr daran liegt an Matthias Botthoff selbst. Er ist so ein bisschen anderer Zeitgeist und so manch Fitness-YouTuber hat halt doch auch verbrannte Erde hinterlassen. Matthias Botthoff sagt in seinem Video, er hatte bisher 3 Sponsoren in seinem Leben und das ist jetzt nicht viel für die Zeit, die Matthias Botthoff schon ein gestandener Athlet ist. Innerhalb von 13 Jahren 3 Sponsoren, das haben manche YouTuber oder Instagrammer innerhalb von 3 Monaten. So, heutzutage ist natürlich so, vielen ist es so bewusst, mit jedem Kauf, den sie tätigen, wen sie da auch supporten. Beispielsweise findet man Matthias Clemens und seine Arbeit gut, dann kauft man bei Matthias Clemens und zahlt halt ein bisschen mehr als bei MyProtein, wo man irgendwelchen Großaktionären das Geld in den Rachen wirft. Was jetzt überhaupt nichts gegen MyProtein ist, wir arbeiten ja auch mit MyProtein zusammen. Kauft man jetzt bei Uncle Bob in einem Shop, dann weiß man, okay, Martin, Bob, die machen das gemeinsam. Ich habe da eine 1:1 Betreuung, die geben sich sehr, sehr viel Mühe. Kaufe ich bei Julian Zietlow, holt er sich vielleicht das nächste Auto. Nein, also je nachdem, wo man kauft, supportet man natürlich auch einen Menschen. Kaufe ich bei Iron Max, kaufe ich bei irgendjemandem, der wahrscheinlich nicht so viel mit dem Sport zu tun hat. Das Ganze jetzt an den Matthias Botthoff auszulassen, ist wahrscheinlich so ein bisschen falsch, aber er ist halt heutzutage so ein anderer Zeitgeist. Viele sind es auch so ein bisschen leid zu hören, das ist das beste Way, und 3 Monate später, nein, das ist jetzt das beste Way. Es gab halt schon die eine oder andere Wander- und Werbehure, aber ich denke, bei einem Matthias Botthoff ist da die Kritik nicht angebracht und Hate schon dreimal nicht. Ein
gutes und wichtiges Video, und das meine ich vollkommen ernst, hat The Classic Body aka Tobias diese Woche veröffentlicht. Worum geht's da? Extreme Body-Transformation, Fett zu Muskeln in nur 20 Minuten. Ihr wisst alle, Fake-Transformationen, Instagram-Fotobilder, wo jeder immer so shiny und schön aussieht, und dann sieht man ihn am World Fitness Day oder FIBO und denkt so, ui. Ui, was ist da passiert? Irgendwie hatte ich den ein bisschen breiter in Erinnerung. Oder oh, die Madame hat aber nicht einen Squat-Booty, sondern einen Fett-Booty. Naja, sei es drum. Es ist halt so bei Social Media gerne mal eine Scheinwelt, und gerade wenn man etwas verkaufen möchte, dann packt man schon oft mal sehr viel Schein dazu. Viele Unternehmen zumindestens. Tobias Rothe hat jetzt gezeigt, wie er richtig scheiße aussieht, und da gehört auch echt viel Mut dazu, denn das war so mit Plauze raus, scheiß Licht, ohne Pump und mit Photoshop noch bearbeitet, aber nicht zu seinem Vorteil. Danach hat er kurz mal gepumpt, sich richtig positioniert, gutes Licht, und siehe da, voila. Tobias Rothe sieht wieder aus wie ein richtig guter Athlet, was er ja auch ist. Wirklich, schaut es euch mal an, so ein sehr, sehr beeindruckendes Video, auch die Bilder, die da entstanden sind, die einfach euch zeigen, wie viel es halt ausmacht, wie man sich hinstellt, wie man sich fotografiert, etc., etc. Und generell, wenn wir schon bei dem Thema sind, also Instagram, ich finde es so, was 90% der Leute da machen, richtig scheiße, weil das sind nur so Katalogbilder. Also da könnte ich auch so einen Otto-Katalog durchblättern. Das ist für mich genau dasselbe. Das ist so alles fake, so nichts ist da real. Ja? Daher Props da auf jeden Fall, finde ich ein sehr gutes Video. Diese Woche ist in den sozialen Netzwerken ein Foto aufgetaucht, das Farid Bang zusammen mit Matthias Clemens und Kevin Wolter zeigt. Das ist natürlich schon so eine sehr interessante Kombination. Warum? Ich glaube, das ist jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr her. Da haben die Hardgainer mit Karl S. zusammen ein Video gemacht, und zum Schluss des Videos hat sich Kevin noch so hingestellt und irgendwas gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ja. Jeder, der gegen Karl S. ist, ist auch gegen uns oder irgendwie so. Hat auf jeden Fall so ein bisschen auf die Kacke gehauen, ein bisschen Ansagen gemacht. Und Matthias Clemens hat das so damals verstanden, dass die Hardgainer gegen Matthias Clemens sind. Weil ihr wisst ja, Matthias Clemens und Karl S. sind nicht gerade Best Friends. So, hat dann immer so ein bisschen zwischen beiden Parteien rumort. Aber das konnte jetzt aus der Welt geschaffen werden. Und muss man mal sagen, bei all den Beef, all den Streits, das ist auch eine super positive Sache. Zwei Seiten, die sich vorher nicht so grün waren, setzen sich an einen Tisch, haben einen guten Abend zusammen, rauchen eine Shisha und sind jetzt cool miteinander. Es wurden dann natürlich Gerüchte laut, boah, gehen die Hardgainer jetzt zu ZEK Plus? Ihr wisst ja, die Hardgainer werden von Gigas Nutrition /GN gesponsert, aber haben alle Seiten revidiert. Nein, da gibt es jetzt kein Sponsoring. Man hat sich einfach getroffen, erwachsene Menschen treffen sich, schaffen Probleme aus der Welt, nicht über YouTube oder Lästereien im Team Androforum, sondern treffen sich, setzen sich an einen Tisch, quatschen, Problem beiseite. Ein Foto noch für Instagram und ja, schon wird getuschelt. Ja, die Sophia Thiel ist aktuell mit relativ viel Gerede und Hate konfrontiert. Warum? Was ist da los? Sophia Thiel hatte ja vor einigen Wochen ein Video veröffentlicht, in dem sie gesagt hat, ey, ich hatte in letzter Zeit sehr, sehr viel Stress. Das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr so 1000% immer auf die Ernährung und auf den Sport achten konnte, was man mir auch ansieht. Ehrlich gesagt, so ein super ehrliches Statement, das auch zeigt, auch sie ist ein Mensch, auch sie ist nicht immer in 100% Shape, auch sie lässt sich mal gehen. Eigentlich etwas, das man so richtig positiv finden sollte und gerade auch viele junge Mädels sehr positiv annehmen sollten, weil sie sehen, okay, wow, Sophia Thiel, die so mal fett war, jetzt immer voll in Shape war, wenn die nicht so 100% fährt, dann nimmt die auch mal das eine oder andere Kilo zu. Aber irgendwie, da Sophia Thiel ja auch relativ viel in der Mainstream-Presse ist, hat man so den Eindruck, ja, die freuen sich, wenn da mal jemand irgendwie nicht mit Sixpack und 100% unterwegs ist. Und so musste sich jetzt Sophia Thiel schon ein paar Mal dazu äußern,
Jetzt auch mit Ercan Demir zusammen. Ercan Demir, erfahrener Wettkampfathlet, der ihr da praktisch zur Seite springt, obwohl es Gerüchte gibt, oh, die beiden verstehen sich nicht mehr. Nee, ganz im Gegenteil, in einer schweren Zeit steht er ihr zur Seite und sagt, ey Leute, das ist vollkommen normal, du kannst nicht immer 100% sein. Ja? So ein Ulysses Simon Panda, das ist halt die krasse Ausnahme. Black Genetics und guten Supplements sei Dank, aber jeder, der halt so da mit normaleren Mitteln arbeitet, ist vollkommen normal. Ich finde das auch so relativ lächerlich. Ich hatte sie jetzt auf dem World gesehen. Ja, war jetzt nicht irgendwie so in Wettkampfform, sie ist aber auch nicht fett. Ich finde es so generell komisch, dass man da so sehr drüber, so viel drüber spricht, dass jetzt irgendwie ein Mädel 3 Kilo mehr wiegt. Ja, und? Ist jetzt mein Leben deshalb besser oder schlechter? Nein. Ja, daher, ja. Sehr viel Hate bekommt Sophia Thiel immer. In dem Fall sieht man halt, viele freuen sich, wenn dann jemand, der sehr weit oben ist, auch mal eine Stufe zurückgeht. Aber Sophia Thiel, für sie ist eigentlich so ein gefundenes, für sie ist ein Geschenk, weil sie kann jetzt ihre Leute abholen, kann zeigen, ich bin einer von euch und ich bin mir sicher, in 1-2 Monaten sieht sie auch wieder anders aus. Sie hat halt so ein bisschen das Gepech, dass, wie gesagt, sie sah wirklich nicht dick aus beim World Fitness Day, aber sie hat halt immer relativ dicke Backen, das geht bei ihr wahrscheinlich sehr schnell, ja, hat sie ein bisschen Pech von der Genetik, naja. Alles Gute und ja, lass dich vom Hate nicht unterkriegen. Markus Rühl, aka der Ninja Turtle, wie ich ihn jetzt mal nenne, hat ein Foto bei Instagram rausgehauen, wo er seinen vorderen Panzer zeigt. Das sieht wirklich aus wie so die Ninja Turtles von vorne. Er stichelt da so ein bisschen gegen die Mainstream-Fitnessprogramme, sagt, ich bin der Beweis, dass Mach dich krass funktioniert. Sogar in weniger als in 8 Wochen. Ich bin begeistert. Wen interessiert, wie meine Ernährung aussieht, damit die Bauchmuskeln rauskommen, schreibt es gerne in die Kommentare. Eventuell können wir ein Video dazu abdrehen. Und nein, das schafft ihr nicht mit 3x20 Minuten in der Woche und auch nicht mit Quinoa und Bohnen. Ja, Markus Rühl stichelt da so ein bisschen. Ist ja dafür auch bekannt. Mittlerweile 45 Jahre alt, immer noch in einer super Form. Ja, wie gesagt, hat da vorne echt einen richtigen Panzer. Görki bald im TV zu sehen. So wie es aussieht, wird das wohl eintreten. Görki hätte eigentlich am World Fitness Day bei der Gernikus Talk-Runde dabei sein sollen, aber er hat sich nach Fuerteventura verpisst, um dort praktisch bei einem TV-Dreh mitzumachen. Das Ganze wird wohl eine Serie, aktuell hat er so 10, 12 Stunden Tage, Drehtage und was da so rauskommt, keine Ahnung. Ich hoffe, es wird cool. Ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendwie Berlin Tag und Nacht oder Mitten im Leben oder sowas. Entschuldigt, falls es die Formate nicht mehr gibt. Ich gucke echt gar kein Fernsehen. Bleibt spannend abzuwarten. Ich hoffe, Görki, du musst für uns Sportler, für die Fitnessleute die Fahne positiv hochhalten. Zum Schluss noch ein Thema, das sehr geladen ist, mit vielen Emotionen, Vorurteilen, jeder hat eine Meinung, die wenigsten sind betroffen. Ich glaube, ich bin für solche Themen immer der perfekte Ansprechpartner, weil ich kenne vom Leben viele Seiten und in der Sache kenne ich halt auch beide Seiten. Die Fitnesskette Easy Fitness ist in den letzten Tagen zur Berühmtheit gelangt, die sie wahrscheinlich nicht haben möchte. Warum? In einem Studio in Güstrow war ein Aushang zu sehen auf einem Whiteboard. Ich lese das mal vor, wir blenden das auch ein. Liebe Mitglieder, aufgrund jüngster Ereignisse, Terrorverdacht und Festnahmen und zum Schutz unserer Mitglieder werden wir ab sofort keine Mitbürger mit Migrationshintergrund mehr aufnehmen. Wir bitten euch um Verständnis, für Fragen stehen euch gern zur Verfügung, euer Easy Fitness Team. So, das Ding hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, für viele ein gefundenes Fressen, aber ich bitte euch bei der Sache mal so ganz nüchtern zu sein. Und gerade bei solchen Themen, da geht es immer so, okay, was ist die Root of all Evil? Glaube ich persönlich, dass jetzt da irgendein Faschist, irgendein Rassist und irgendein böser Mensch am Werk war? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, da war einfach jemand am Werk, der überfordert war. Warum?
Wir haben jetzt seit 2 Jahren sehr, sehr viele Flüchtlinge hier in Deutschland. Und wer unmittelbar damit zu tun hat, der weiß, dass das auch Probleme mit sich bringt. Das ist halt nicht nur irgendwie bunte Bildchen hochheben, eher Multikulti. Nein, das bringt auch Probleme mit sich. Es ist so sehr, sehr einfach, wenn man damit überhaupt nichts zu tun hat, zu sagen, wir schaffen das. Wer muss es schaffen? Muss die Person es schaffen, die diesen Satz gesagt hat? Oder muss es am Ende der, ich nenne es jetzt mal, der kleine Mann schaffen, der normale Mensch? In dem Fall wahrscheinlich ein überforderter, maßlos überforderter Studioleiter. Ich will kein Gutmenschengerede, kein Nazi-Scheiße, keine austickenden Kennex oder sonst irgendwas jetzt hier sehen, sondern versucht das mal ganz nüchtern zu betrachten. Da kamen jetzt so sehr, sehr viele Menschen hierher, die einfach so eine andere Sozialisierung und ein anderes Wertebild haben. Die wahrscheinlich auch so ein bisschen Knacks haben, weil sie Sachen erlebt haben. Dagegen ist so alles, was ihr erlebt habt, Kindergarten. Multikulti ist immer cool, solange es nichts mit euch zu tun hat. Hier, Berlin-Karneval der Kulturen, voll cool, Multikulti. Dann ist cool. Prenzlauer Berg, wo dann irgendwie der spanische Student oben drüber wohnt, ist cool, Multikulti. Ganz cool für die ganzen Gutmenschen. Wenn dann aber die Tochter nicht mehr mit Michael, sondern mit Ali nach Hause kommt, ist Multikulti nicht mehr cool. Dann ist vorbei mit wir schaffen das. Wenn man dann in so einer Ecke wohnt wie ich, Wedding, ich wohne immer noch mittendrin da. Dann ist Multikulti nicht cool. Oh, da wohnen die Kanaken. Wie kannst du immer noch im Wedding wohnen? McFit Wedding. Da sind Deutsche in der Minderheit. Alle lästern. Oh, wie kann man da trainieren? Nur Assis. Nix Multikulti ist cool. In Facebook sagt das keiner. Zu mir sagen sie es aber. Oh, wie kannst du da immer noch trainieren? Sind doch nur Assis da. Dort sind viele Türken, Araber, Afrikaner, Deutsche. Und die Deutschen, die gehören dann nicht zur Mehrheit. So, was kann man dort beobachten? Selbst die, die dort die in der Mehrheit sind, die Türken und Araber. Jetzt sind auf einmal Bulgaren und Rumänen da. Voila, diese Bulgaren, Rumänen benehmen sich nicht, bla bla bla. Immer wenn irgendjemand Neues dazukommt, der eben auch ein neues Verhalten an den Tag legt, führt das zu Problemen. Egal, ob das jetzt ein Deutscher, ein Türken oder ein Araber gehört, das ist egal. Es führt immer zu neuen Problemen. Und es ist immer sehr, sehr leicht zu sagen, oh, wir schaffen das Multikulti und oh, Bereicherung. Nein, da kommen auch richtig, richtig viele Probleme. Es sind Leute da, die langweilen sich den ganzen Tag, können nicht arbeiten, dürfen nicht arbeiten, wollen vielleicht auch gar nicht arbeiten. Versucht, wie gesagt, immer Root of All Evil zu sehen. Weder diese Fitnesskette, noch dieser Mensch, der das ausgestellt hat. Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche bösen Absichten hatten. Aber, und da kommen wir mal zum echten Leben. Ich bin hier in Berlin viel unterwegs. Ich war im FitX am Alex, als es komplett neu war. Ich war da noch ein paar Monate später. Ich war dann mal ein Jahr später. Und dann spreche ich da mit den Leuten und dann sagen die, boah, hier kannst du nicht mehr hingehen. Hier sind lauter Flüchtlinge. Die scheißen in Dusche, etc., etc. Hier geht es nicht darum, dass irgendwelche Leute, die grüne, gelbe oder rote Haare haben, jetzt auf einmal da sind. Oder die nicht mehr Thomas, sondern Ali heißen. Sondern hier geht es einfach darum, dass ein gewisses Benehmen an den Tag gelegt wurde, was dieses Studio überfordert hat. Und das ist kackegal, ob das jetzt irgendwelche Migranten oder Deutsche sind. Wenn es jetzt lauter Assi-Deutsche sind, dann hätten sie die ausgesperrt. Die hätten dann nur das anders formuliert. Denk immer dran, was ist die Root of all evil? Es ist immer leicht zu sagen, wir schaffen das, alles cool, bla bla blub. Und wenn es dann zu Problemen kommt, draufzuhauen. Root of all evil, beschissenes Benehmen, egal von wem. Beschissenes Benehmen ist beschissenes Benehmen. Egal, ob du Thomas oder Ali heißt. Ganz einfach. Benimm dich und dann kommt zu solchen Debatten nicht. Und man muss nicht darüber sprechen, dass dort, wo eben viele Kennex am Start sind, und ey, könnt ihr mich dazu zählen, dort ist immer viel Rambazamba. Geh in Wedding trainieren und geh nach Zehlendorf trainieren oder nach Mariendorf oder sonst wo. Das ist ein Unterschied.
Und das ist so. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann jeder für sich selber beurteilen. Dass es aber anders ist und dass bei dem anderen ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Rambazamba, ein bisschen mehr Streit und Stress ist, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Seid immer nüchtern, schaut auf die Root of all Evil, haut keine dummen Pauschalaussagen raus, nicht alle Kanaken benehmen sich daneben, nicht alle Deutschen sind total freundlich etc. Ja, es gibt immer solche und solche, ich weiß, bei den einen gibt es mehr von solchen, nichtsdestotrotz immer die Augen offen halten, nüchtern bleiben, ganz entspannt die Sachen angucken. Ja, ganz, ganz wichtig. Freunde, es gibt auch noch was zu gewinnen und zwar verlosen wir 2 Tickets für die Fitness Expo in Basel. 12.11.2017. Wer jetzt in der Geografie nicht ganz so fit ist, das ist in der Schweiz, ja. Das heißt, Döner und Cola kosten da gern mal 10, 12 Euro und auch ein Hotel, das jetzt vielleicht nicht so schick ist, ist auch relativ teuer. Muss man wissen. Daher empfehle ich eher den Schweizern da mitzumachen oder den Leuten aus Süddeutschland bzw. Österreich, die halt nicht so lange fahren möchten. Wie gesagt, 2 Tickets plus Garnicus Gym Bag und noch so Schlüsselbänder. Was müsst ihr tun, um zu gewinnen? Schreibt in die Kommentare, warum gerade ihr diese Tickets haben solltet. Und die Begründung mit den meisten Daumen nach oben, die bekommt am Ende 2 dieser Tickets. Bitte bei uns melden, nicht irgendwie im Team Andro Forum lästern oder sonst irgendwas. Bei uns melden unter gewinnspiel@garnicus.com, dann ist alles sicher. Bitte in vernünftigem Deutsch, sodass man normal versteht, okay, ihr habt da diese 2 Tickets gewonnen, damit dann nicht wieder irgendwie was aufkommt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei. Freunde, das war's mit den News. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Heute mal ein bisschen länger, aber auch wirklich geballte Themen hatten wir hier. Ich bin erstmal raus. Lasst euch nicht verarschen. Salut.